Hallo, jemand auf dieser Insel hier? So schöne Insel. Was? Hier ist eine Leiche. Liegt da aber schon länger. Ich glaube nicht, dass er hier hochgeklettert ist, oder? Sieh mal nach, Sühnen. Also, wenn ich Oswald wäre, ich würde, glaube ich, hier lang gehen. Oder so. Und da müsste ich hier rüber schwimmen. Und dann weiß ich auch. Oswald! Hey. Ma. Nachher musst du den Meeresgrund absuchen. Oh Gott. Ah, das hätte ich auch tun können. Gute Idee. Oswald. Schwimmen Leichen oben oder sinken sie runter? Kommt davon, wie schwer sie sind, oder? Oswald würde oben schwimmen. Der hat zu wenig Rüstung an. Ich glaube, der andere würde untergehen. Oswald? Trinken! Ja, ist ja auch gut. Ich trinke ja schon. Schwimmen, 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 schwimmen. Ich bin nebenbei beim Kochen. Was gibt's denn Schönes? Nachmache.
Also ich sehe hier unten keinen Oswald. Das ist doch gut, oder? Hühnersuppe, geil. Ich will auch Hühnersuppe. Hey Leute, habt ihr eigentlich mal auf die Uhr geguckt? Hä, Mitternachtssnack? Was ist daran verkehrt? Hier ja, habe ich gerade, aber irgendwie bin ich noch nicht so müde, um schlafen zu gehen. Die letzte Mahlzeit ist auch schon ewig her. Von wem von euch beiden bekomme ich was ab? Oh, mir ist zwar bereut, aber egal. Das kenne ich irgendwoher. Oswald! Ach ne, warte. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Wenigstens kann ich es aktuell nicht bereuen, so lange wach zu sein. Ich bin ja eh krank geschrieben. Der Blub, na, ruf dich. Ich war unter Wasser. Ich ruf nach Oswald. Hey Blob, krieg ich was von der Hühnersuppe ab? Oswald, kannst du nicht irgendwie Blut verlieren? Irgendwas? Ach Mann. Das dauert noch bestimmt eine Stunde. Ja, ist okay. Ach so, dran hättest du dich vor 4 Stunden gemeldet, hätte ich dir was abgeben können. Stimmt, Mikrofilm hatte vorhin gekocht, nicht jetzt. Wieder 4 Stunden her? Ach du heilige Scheiße, ich stream schon wieder 4,5 Stunden. Robben! Robben, 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 hinterher. Robben. Ja, sie springt. Juhu! Nochmal. Nochmal, habe ich gesagt. Ja. Oswald. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Okay. Mach einen großen Topf genug für alle. Yay. Ich hätte ewig keine Hühnersuppe mehr. Oswald, versteckst du dich im Wald? Wer seid ihr denn? Hä? Wir haben angefangen. Ich bin hier nur lang gelaufen. Bei der Hühnersuppe kommt immer aus der Dose. Bis auf einmal habe ich sie immer selbst gemacht. Was ich auch schon ewig nicht mehr hatte, ist Hühnerfrikassee. Nee, mich juckt's. Hi. Hey! Hör auf damit! Das hatte ich vor 2 Wochen zuletzt, glaube ich. Läuft. Frikassee klingt super. Tja, dann schreib es dir auf, bevor wir was vergessen.
Auswahl. Hab's dir aufgeschrieben, toll. Das hat er mir eine Nachricht geschickt. Wow. Toll. So meinte ich das aber nicht. Oswald, habt ihr Oswald gesehen? Ich glaube nicht. Ich verstehe kein Wort. Oh, Rad macht das schlau. Jetzt ist er nicht schuld, wenn es vergessen wird. Toll. Darf er mir auch jetzt nichts mehr schreiben, bevor die Nachricht im Valhalla verschwindet? Ist er nicht? Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Met baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl. Und lassen es brennend gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern. Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford, Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest. Als alle Hoffnung aufzugeben. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Die Kleine da hinten hat Spaß, die seht ihr gar nicht. König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Das, wo du eben raus bist, ist übrigens die Peste, wo ich nicht verstanden habe, dass ich fliehen soll und stattdessen einfach alle gekillt habe. Ich hab's mir sogar schon gedacht. Hab mir dann gedacht so, ich sollte einfach gehen. Das hört eh nicht auf. Die hat halt echt Spaß, guck mal. Voll am Abdancen. Wie heißt dieser russische Tanz? Sie muss nur noch tiefer in die Knie gehen, dann passt das.
Die ist gut. Wie schafft ihr das mit dem Kleid? Komm, ich helfe dir mal. Was zum... Was zum... Was tut die? Geht's dir gut? Ich sollte sie weiter beobachten. Assassinen-Ausbildung, ah! Die läuft so komisch. Ich glaube, die hat noch einen Hänger von eben. Was passiert, wenn ich dich nochmal schubse? Kletterst du wieder irgendwo hoch? Beobachte dich, kleines Mädchen. Na gut. Sie verhält sich normal. Na du? Ja, so ein feiner Junge. Ja, wer ist ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge. Und so, Flausche. Kasse Hase schon wieder. Tschüss, Fazi. Wo gehen wir eigentlich hin? Du kriegst mich nie. Die haben eine Ausdauer, ey. Vorsicht! Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Ja, gut. Diese dreckigen Bauern müssen noch mehr haben als das. Was hast du erwartet, Bruder? Schwerte und Silber? Wir hatten unseren Spaß und darauf kommt die Wolfsmal. Der Tag wird immer besser. Hey! Dieser Engler hat lange genug unter euch gelitten. Wir sind noch nicht fertig, alter Mann. Ich hab gehört, ich soll euch loswerden. Rüds Anweisungen. Krieger, legt euch an den Wegen nach Norwig auf die Lauer. Erschlagt all jene, die Zuflucht in der Stadt suchen. Wenn die Erde feucht und rot von Blut ist, wird sich niemand widersetzen und das Königreich wird unser sein. Ja, nee, ist klar. Oswald ist bestimmt in Ruths Festung als Gefangener und wird gefoltert. Sind eine Plage für dieses Land. Plage ist noch zu nett. Der Fluch eines Sehers. Theodfort, da vor uns. Holz, Rauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Tag. Ist mein Kind. Wir dürfen nicht verschwenden, was der Herr uns gibt. Und du, Vater? Es ist so wenig. Es wird nichts übrig bleiben. Iss, damit du stark wirst. Das ist wegreden. Alles. Ruhig, mein Freund. Wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir.
Ich habe keine Kraft mehr. Halte durch! Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Die Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist dein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald war mein Verbündeter. Oswald starb, als er euch beschützte. Leitet uns eure Kraft für den Krieg. Oswald starb bei der Verteidigung East Englas. Bei deiner Verteidigung. Willst du das nicht auch tun? Was? Mein Leben für eine aussichtslose Sache geben? Ich habe andere Probleme. East Engla wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Dänin. Aber die Männer Theodforts haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsfrost. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodforts dir folgen. Deal. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Okay. Hi, Envious. Na, wie geht's? Den Brief muss ich noch lesen. Nachricht eines Greven. Osric, verstecke das Essen und den Silberteller in der Kirche. Die Unholde werden es nicht wagen, ein Gotteshaus zu brandschatzen. Doch man kann nie sicher sein, also verriegle auch die Tür. Wir kommen zurück und holen uns, was uns gehört. Winston, Greve von Theodfort. Ja, also wenn ich plündere und da ist eine Kirche, dann gehe ich da auf jeden Fall rein. Ja. Hey du, Dänen, auf ein Wort. Wer, ich? Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Greve sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieht zu den Ruinen nördlich von Castell Buch. Dort sammelt sich die Armee. Cool. Hast du Mutter gesehen? Nein. Oh, du Armer, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Und die bösen Männer kamen. Wollt ihr gleich zurück? Lass mich raten, ich muss dahin, wo der Rauch herkommt. War, glaube ich, nicht so schwer zu erraten. Geht's euch denn so alle? Ja, ja. Es geht. Und dir? Toll. Dem Eisen runter. Mein Schiff ist sogar schon da. Koningsrast. Heimgesucht von Rüds Männern. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Angriff! Ich sollte ins Horn stoßen, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Kommt ihr? Ihr seid langweilig! Ach so, weil ich hier schon geplündert habe. Au, 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 au. Okay, ja. Hupsi! Ich, Entschuldigung. War ein bisschen zu übereifrig.
Ja, Amos, keine Lust mehr auf Homeoffice. Ah ja, das kenne ich. Also ich habe kein Homeoffice mehr. Bis September hatte ich noch. Und dann war ich kein Student mehr. Vorsicht laut. Oder auch nicht. Das war erstaunlich leise. Easy. Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Das Horn! Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Na, endlich! Ich habe mein Versprechen gehalten, Greve. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theod Ford wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir East Engler vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castelbuch. Wenn extra zu Hause bleiben will, wir der wichtigste Lehrgang für die Arbeit sind. Oh. Weiß man denn schon ungefähr, wie lange noch, oder? Ist da so ein... Open-End-Ding. Jo, bleib mal zu Hause. Wir können das für uns selbst entscheiden, ob wir hingehen oder Homeoffice machen. Das ist natürlich auch geil. Seit dieser Woche bis nächstes Jahr, 4. Januar. Boah. Stoßen. Gut. Also noch über einen Monat. Ich muss noch da hinten. Hui! Yep. Ich spiele ja Zelda nebenbei so, ne? Als ich oben auf dem Turm stand. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich meinen Gleiter raushole. Ich denke, die Feiertage dazwischen, Naira. Ja, okay, dann ist halt nur ein Monat. Manche Leute müssen an Feiertagen arbeiten. Ich habe am 1.1. Frühschicht, ist das nicht geil? Das kam aus Elmenham. Valdis muss dort eingetroffen sein. Ja, haben wir nicht mehr, also volles Programm. Versammelt und bereit. Ja. So, ich soll da irgendwo hoch. Okay. Da wird bestimmt sehr viel los sein. Grüß am 1.1. Ja. Vor allem habe ich schon gehört, dass ich ganze 2 Stunden Schicht habe. Weil es ja der 1.1. ist, deswegen fängt die Schicht später an, aber hört nicht später auf. Deswegen sind es irgendwie nur 2 oder 3 Stunden. Ist okay. Wow. Muss sich ja lohnen. Oh ja, richtig. Eivor, die Kunde von deinen Taten in Theodfort hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Cool. Männer aus ganz East Engla strömen herbei und unsere Schiffe sind bereit. Theodforts Greve ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Kuningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache.
Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüths Männer abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüths Männer dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Krieg! Sie brauchen ein Wort von dir. Ja, von mir? Diese Lande, die ihr eure Heimat nennt, stehen kurz vor dem Untergang. Verbrannt und geplündert durch Rüths Clan, gezeichnet von endlosen Kriegen. Doch heute kämpfen wir für sie. Heute holen wir sie uns zurück. Und morgen bauen wir sie wieder auf. Für East Angla. Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Angla von Rüths Clan. Ein für alle Mal. Ich wollte nicht zu laut brüllen. Auf in den Krieg! Hab meditiert, bin bereit.